Die Bundesregierung hat viele Baustellen. Eine der größten, die schwache Wirtschaftslage hier in Deutschland. Kein großes Wachstum in Sicht, stattdessen jede Menge Alarm- und Warnrufe aus den Unternehmen. Es fehle an Fachkräften in wichtigen Branchen des Industriestaat- und Orts Deutschland. Zu wenig Arbeitskräfte, zu viel Bürokratie und Sorge, von anderen Ländern überholt oder abgehängt zu werden. Finanzminister Lindner wollte am Mittwoch ein Gesetz zur Entlastung der Wirtschaft vorstellen, das Steuererleichterungen von rund 6 Milliarden Euro für Unternehmen vorsieht. Zum Kabinettsbeschluss kam es aber nicht, weil in der Koalition neuer Streit darüber ausgesprochen ist. Wohin steuert Deutschland also wirtschaftlich? Im Studio ist Olaf Krieger aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie ist denn die Lage? Manche sagen ja, Deutschland, der kranke Mann Europas, wie das 2003 hieß, wäre jetzt auch eine angemessene Beschreibung. Also der kranke Mann Europas hatten wir tatsächlich schon mal, hat man sich ganz gut rausgearbeitet. Das war dann irgendwann kein Thema mehr mit drakonischen Reformen, die auch auf viel Kritik gestoßen sind und die aber irgendwie gegriffen haben. Und Stichwort Reform, da fehlt es einfach, da packt keiner so richtig zu. Und die Wirtschaftsaussichten sind äußerst mager, das bestätigen fast alle Wirtschaftsforschungsinstitute, während alle anderen Volkswirtschaften um uns herum wachsen. Woran liegt es genau? Man packt keine Reformen an, aber um was für Reformen geht es denn hier? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also selbst der Regierungsflieger, der Außenministerin streikt, hat nicht funktioniert. Viele andere Sachen funktionieren nicht. Viele Reformen kommen einfach überhaupt nicht auf Touren. Innovation nicht, Digitalisierung nicht, Struktur, Verkehr. Also das ist eine endlose Liste, in der sich einfach gar nichts tut oder viel zu wenig. Die Unternehmen klagen, gut, das tun sie ganz gerne. Ich habe noch keine Unternehmensverbände gehört, die die Bundesregierung tatsächlich mal gelobt haben, ob ihrer Reform. Also auch da fehlt eine ganze Menge an Potenzial, fehlt eine ganze Menge an Engagement. Aber es ist tatsächlich so, dass die Aussichten mager sind. Der Wirtschaftsminister sagt, wir sind untertrainiert. Wer trägt die Verantwortung für diese Lage? So viele. Also es ist beileibe nicht nur die Politik. Es sind auch die Betriebe, es sind die Verbände, die gerne fordern, die gerne Strukturmaßnahmen fordern, aber sich selber eigentlich gar nicht so rasend viel tun, die viel Geld fordern. Die sagen, wir brauchen Reformen auch auf dem Arbeitsmarkt. Wohin geht denn das, bitteschön? Reformen auf dem Arbeitsmarkt geht natürlich auch zulasten der Arbeitnehmer. Das darf man nicht vergessen. Während aus der Unternehmerperspektive relativ wenig kreatives Potenzial kommt, auch das muss man einfach mal so sagen. Und das wäre jetzt deutscher Unternehmensgeist, deutsche Unternehmensfantasie in diesen Krisenzeiten schwierig. Allerdings darf man auch nicht vergessen, wir sind umgeben von extremen Krisen. Das ist der Krieg in der Ukraine, das war vorher Corona. Da zu wachsen und da wirklich etwas aufzubauen, ist natürlich extrem schwierig. Und was ist zu halten von dem sogenannten Wachstumschancengesetz, das der Finanzminister gerne durchs Kabinett gebracht hätte? Ach du liebes bisschen. Ja? Das ist wieder mal so ein Zaubertrank, der da zusammengerührt werden soll, bis der, wenn sie überhaupt jemals umgesetzt wurden, haben nicht viel gebracht. Und die Wirtschaftsforscher sagen, es macht keinen Sinn, den Zaster mit Flugzeugen abzuwerfen. Ja, das landet bestenfalls bei den Lobbyisten. Es müssen Strukturreformen her. Also Geld alleine klappt nicht, zumal der Finanzminister gerade bei der Digitalisierung mal Millionen zusammengestrichen hat. Keine gute Voraussetzung, im Hochtechnologiebereich irgendwie mitsingen zu können. Also Geld alleine macht es auf gar keinen Fall. Da muss sich schon sehr viel mehr tun. Ich würde da gerne noch eine konkrete Lösung haben, weil sonst stehen wir so ein bisschen auch da wie die Moser-Weltmeister, ne? Oder wie die Bundesregierung, die auch so ein bisschen, man hat ja den Eindruck, so richtig ist man sich da nicht einig. Also, abgestimmte Aktionen wären auf jeden Fall sinnvoll. Weniger Streit in der Bundesregierung, die beschäftigen sich mehr mit sich selber als mit den Strukturproblemen, die es gibt. Da müsste man mal sich zusammensetzen und wirklich an einem Strang ziehen. Das klappt ja hinten vorne nicht. Und zwar in vielen, vielen Bereichen, ob es das Energiegesetz ist, ob es überhaupt die Energiewende ist. In Deutschland braucht man immer noch Ewigkeiten, um ein einziges Windrad genehmigen zu können. Da müsste man sich mal zusammensetzen und überlegen, wie kriegen wir diese Strukturreform hin. Die Aktienberge sind sehr viel höher als die Windräder. Und ich glaube, das würde schon helfen. Und die Unternehmen mit ins Boot holen, von denen muss man natürlich auch eine gewisse Beteiligung einfordern, dann könnte das funktionieren. Ich glaube ja, dass es funktioniert. Na, das ist doch mal ein persönlicher Abschluss. Olaf Krieger, danke für das Gespräch. Sehr gerne.